Hallo, alter Pirat. Hallo, alter Doofmann. Achtung, Achtung, Sie sind da, endlich. Wer ist da? Zeigt den Wende- und Epochenbruch. Und Goldswin, wo kommen denn die her? Aus dem Kartenhaus. Und wo gehen Sie hin? Zeit der Wende und Epochenbruch führen uns in eine gesicherte Zukunft. Der Kaiser! Wer? Trägt neue Kleider. Jetzt behaupte bloß nicht noch, er ist nackt. Doch, aber er ist schwer bewaffnet bis an die Zähne. Hat er Angst? Er will Angst machen. Er trägt eine schwere Last. Sag ich doch. Wo führt er uns hin? Ins Irrenhaus. Wohin wendet sich die Zeitenwende eigentlich? Raus aus der alten Zurückhaltungskultur, hin zum Veränderungspatriotismus mit einer neuen Steuerungserzählung. Ach was, und was will uns der Dichter damit sagen? Die Deutschen müssen sich unterhaken, so sagt es unser Regierungschef und die Wissenschaft der Zeitenwende. Und die wissen, was für uns gut ist. Was denn? Dass wir eine Transformation hin zu einer kargen Lebensweise brauchen, die aus der gesellschaftlichen Mitte kommen muss, die euch alle dafür missionieren wird. Das sagen die? So soll es sein. Mir ist schlecht. Transformation. Natürlich. Weil das Klima gerettet werden muss. Ja, aber später. Jetzt müssen wir erstmal Krieg führen. Der ist wichtiger und für den brauchen wir viel, viel Energie. Auch aus fossilen und atomaren Quellen. Sonst reicht sie nicht. Für wen? Für unseren Zeitenbruch. Gegen das Böse und für uns, die Guten. Wenn das mal gut geht. Alles wird gut für die, die uns folgen und blaue Eier essen. Irrenhaus! Passt gut auf, welche Eier ihr esst. Hallo, alter Pirat. Hallo, alter Doofmann. Achtung, Achtung. Alles wird gut. Geht es dir gut? Nicht so ganz. Es wird aber alles gut. Wann und wo? Im Hier und Jetzt, weil wir solidarisch sind mit den vielen tragischen Opfern. Mit welchen denn? Zum Beispiel mit den Opfern der großen Pandemie. Also mit 7,5 Millionen Menschen, die mit oder an einem Virus gestorben sind. Und mit 5 Millionen, die durch die sogenannten gesundheitspolitischen Kollateralschäden zu Tode kamen. Ja, mit all denen sind wir solidarisch. Auch wenn die Pandemie zufällig, vielleicht aber auch nicht so zufällig über uns kam, oder? Natürlich, aber bitte keine Verschwörungstheorien in die Welt setzen. Ich behaupte gar nichts, doch niemand weiß es. Dann lass es sein. Das befeuert die Dumpfbacken und Aufwiegler und deren Interessenpolitik. Und wir sind jetzt auch solidarisch mit den vielen tausend Opfern im Ukraine-Krieg, den die Russen führen. Mach ich. Geht klar. Gut so. Und wie zeige ich meine Solidarität? Hier die gute Medizin schlucken und dorthin die guten Waffen zur Verteidigung schicken. Schlucken und schicken! Klappe. Die Medizin wirkt aber kaum oder wenig, für manch einen gar nicht. Die Waffen töten noch mehr Menschen. Ist das gut so? Es heißt, dass 33 bis 47 Millionen Menschen durch den Ukraine-Krieg weltweit in Hunger und Armut abrutschen können. Bereits vor dem Beginn des Krieges waren rund 280 Millionen Menschen ganz unmittelbar vom Hungertod bedroht. 30% der Weltbevölkerung, heißt es,
fehlt ein ausreichender Zugang zu Lebensmitteln. Aber ja, auch mit denen sind wir solidarisch. Heute geht es aber um die ungezählten Kriegsopfer in der Ukraine und den zig Millionen Menschen, die vor diesem Krieg fliehen müssen. Und was ist mit den Toten, die der Krieg im Jemen kostet? Und den Toten, die der Krieg in Kurdistan kostet? Und denen in Mali? Solidarität zeigen. Dann hänge ich morgen die Fahne vom Jemen aus dem Fenster. Übermorgen die von Kurdistan. Übermorgen die von Mali. Und so weiter. Denn alle kann ich nicht gleichzeitig raushängen. Du musst keine raushängen. Wenn es so weitergeht, hänge ich mich selber raus. Verlier nicht den Mut. Wenn der Krieg gewonnen ist, wird alles wieder gut. Gewonnen mit todbringenden Waffen, mit tausenden Leichen, traumatisierten Menschen, zerstörten Häusern, Fabriken und Feldern, dann ist alles gut. Die richtige Seite muss gewinnen. Jede Seite hält sich für die richtige Seite. Und die andere für die falsche und böse Seite. Die gewinnende ist immer die gute Seite. Wieso? Weil sie Recht hat. Wieso? Weil sie die Macht hat, zu sagen, was richtig ist. Mit dieser Einstellung fängt alles wieder von vorne an. Du klingst so bitter, so missmutig, fast schon etwas beleidigt, gekränkt, sarkastisch, zynisch. Du solltest jetzt zur Beruhigung unbedingt eine blaue Pille schlucken. Schlucken und schicken! Klappe! Kann man mit Waffen Frieden schaffen? Sie töten und ermutigen zur Vergeltung. Am Ende kommt es zur Blutrache. Noch mehr Zerstörung, noch mehr Leichen. Wer gibt eigentlich die Befehle? Sind es die lieben Nachbarn oder die bösen Onkels, die den Krieg befeuern, an der Spirale der Gewalt drehen? Wer will was? Denk doch an die vielen Massenmorde. Solidarisierst du dich nicht mit diesen Opfern und den gequälten Einwohnern? Sollen sich die Menschen dort nicht verteidigen dürfen? Sollen sie sich freiwillig ermorden lassen? Verhindere ich das durch gegenseitiges Abschlachten? Geht es denn wirklich gar nicht anders? Dort wird auch unsere hiesige Sicherheit, Freiheit und Demokratie verteidigt. Unsere, hörst du? Macht man das nicht lieber selber und von zu Hause aus? Du lenkst ab. Du solltest endlich ein blaues Ei essen. Warum kein rotes? Das Blaue hilft dir wieder klar zu sehen. Das Rote steigert deine Verwirrung. Ich frage nur. Mach, dann wirst du verstehen. Dass du recht hast? Deine Argumente kenne ich ja. Aber was sagt mir das rote Ei? Das will ich jetzt wissen. Nimmst du auch eins? Ich nehme keins, ich bin selber eins. Passt gut auf, welche Eier ihr esst. Welche Pille ihr schluckt, Volkeswille, blaue Pille. Klappe! Hallo, alter Pirat. Hallo, alter Doofmann. Achtung, die Zeitenwende ist da. Sie bringt uns allen Unangenehmes, aber auch viel Neues und Gutes. Hört, hört! Brabbel, brabbel, brabbel! Was sagst du? Sie ist ein Gewinn für uns alle. Sie bringt sogar Übergewinne, wie man hört. Das zahlt sich am Ende auch für dich aus. Wenn die Gewinnspanne von Unternehmen in unnormale Höhen wachsen? Manche müssen aufholen, was sie in Corona-Zeiten verloren haben. Manche müssen den Investitionsstau endlich auflösen, den die Corona-Zeit ihnen auferlegte. Manche müssen sich wappnen gegen die wachsende Konkurrenz aus fernen Ländern. Manche müssen tun, was sie lange Zeit nicht konnten. Gewinne machen? Natürlich, ohne Moos nichts los. Ja, aber nicht nur die Gewinne wachsen. Die Preise auch?
Die Inflation frisst unsere Einkünfte auf. Die Regierung hilft, wo sie kann und womit sie kann. Mit Einmalzahlungen und Sondersteuern. Ich habe auch Inflation. Aber nicht allen. Armut nimmt zu, Obdachlosigkeit auch. Ich habe auch Inflation. Auch die Zahl der Autos auf den Straßen und die technischen Innovationen. Siehst du das nicht? Doch. Und die Kontostände der Gewinner. Mein Kontostand sinkt. So ein kleiner wie der braucht auch viel weniger. Richtig. Aber wenn der Konsum nicht brummt, stottert die Konjunktur. Du solltest ein blaues Ei essen. Dann blickst du besser durch. Die Wirtschaftskonfusion kommt wieder ins Lot, sobald wir das böse Treiben der Konkurrenz durchkreuzt haben. Kreuzzug. Klappe. Was treibt die denn an? Autokratische Weltmachtgelüste. Das chinesisch-russische Komplott bedroht unsere westlichen Werte. Die der Übergewinner reiner Inflation. Klappe. Es bedroht unsere Freiheit, Demokratie und Sicherheit. Der Übergewinner. Und unser aller Kontostand. So ist es. Die wollen also an mein Geld. So ist es. An alles Geld der Welt. Krieg um Geld. Geld für Krieg. Und was ist das Gute an der Zeitenwende? Mehr Autos, mehr Filme. Konsum, Brot und Spiele. Sobald wir das böse Treiben der Wertevernichter durchkreuzt haben, geht es uns allen wieder gut. Brabbel, brabbel, brabbel. Passt gut auf, welche Eier ihr esst.